Jawohl, meine Damen und Herren, Stutfohlen von Central Park vom 22. Februar, also gut 10 Tage alt heute, aus einer Mutter von Carentan, dann Carpaccio und Leonid. Zuchtgemeinschaft Wolfgang Kafka, Wilhelm Nagel, Brunsbüttel. Gut, ruhig mal traben, ruhig mal in Gang. Das ist natürlich auch das, was Sie so ein bisschen erwarten. Dieses Jahr wird ja auch ganz dunkelbraun oder schwarzbraun. Gesichter. Gar nicht zu doll. Beachtlich. Langbeinig genug, denke ich. Ne? Sicherlich, das ist ja kein Riese, aber... Dies Fohlen hat Bein genug. Mutter ist ja auch nicht zu groß. Und beachtlich, 3-mal allein die Rückvergütung auf Caretino. Väterlicherseits über Casal, mütterlicherseits dann Carentan als Caretino-Sohn und Carpaccio in der 3. Generation ebenfalls von Caretino abstammend bei diesem Fohlen. Vielen Dank. Nächste Fohlen. Er hat ja wirklich zu tun gehabt. Ich glaube, Herbert, der hat das Buch voll gehabt letztes Jahr. Sind ja alle gespannt. War eine sehr, sehr große Nachfrage nach Central Park. Und ich glaube auch, dass die in diesem Jahr Geborenen auch etliche prämiert werden. Wir haben jetzt ein zweites Fohlen von Central Park, und zwar ist das aus dem Besitz und Züchterin Michelle Fogg. Brigitte Jürgensen führt das vor. Ja, das ist natürlich jetzt hier schon mal Blutstute, und dann dieser Hengst, das ist natürlich ein Blutfohlen. Ibisco. Ja. So, der ist einen kleinen Ticken älter. Ja, zweiter geboren, Ibisco, der Muttervater der Vollblüter, dann Calimero und Cascadeur in den weiteren Generationen. Und hier ist die Züchterin Michelle Fogg, und vorgeführt wird das Fohlen oder die Stute durch Birgit Jørgensen, Jerreshø bzw. Rødekro in Dänemark. Das ist natürlich schon eine Idee, so eine Halbblutstute zu diesem Hengst zu bringen, aber... Wenn dann so ein Fohlen rauskommt, dann hat natürlich alles funktioniert. Gesicht, Aufsatz. Super, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir mal gespannt, wie es so weitergeht. Ja. Prima. Das sind die beiden Ersten, also die sind nicht vorselektiert. Das sind die beiden Ersten, die geboren sind, und ich denke, das ist okay. Dankeschön. Tolle Fohlen, herzlichen Glückwunsch den Züchtern und herzlichen Dank, dass Sie es ermöglicht haben, diese jungen Fohlen hier heute in Kleinoffensee zu zeigen. Nicht unbedingt alltäglich, junge Fohlen haben immer ein gewisses Risiko mit Transport, also umso herzlicher unser Dankeschön.